Heute geht's mal wieder mit der Pose auf kleine Fische. Mit der Pose und der ellenlangen Bollo-Route auf winzig kleine Fischchen. Also, ab hier auf Sardine und Co. und Seelaube und was nicht alles. Das Schöne ist hier, mit dieser riesen 8 Meter Bollo, die komplett übertrieben ist, ich kann quasi direkt am Ort des Geschehens auswerfen, beziehungsweise den Köder einfach fallen lassen. Und zack, ist er quasi schon direkt da, wo er sein soll. Und ich muss gar nicht irgendwie weit werfen oder sowas. Das geht natürlich auch hervorragend, wenn man eine 8 Meter lange Stippe hat oder sowas. Dann läuft das natürlich auch richtig gut. Ich bin halt ein Riesenfan dann eher halt von den Bollos, beziehungsweise ja noch ein größerer Fan von den Matchrouten im Posenangelbereich. Aber das hier ist auch schon, ja, ein Extrem. Also sowas muss man natürlich nicht haben. Sowas kann man halt haben, wenn man keine anderen Sorgen hat. Und ansonsten nimmt man halt einfach, wie gesagt, eine Stippe oder eine kleine Bollo-Route. Zack, und dann läuft das auch. So, ich werfe immer hier vorne, siehst du, genau an das linke der beiden Löcher. Donauhering, den hatten wir noch nicht. Ich zeige mal mit der Routenspitze hin, da vorne an dieses Loch, da werfe ich quasi hin. Dieses kleine, und zwar, wenn ich das so halte, zack, landen wir genau da. Perfekt. Und dann lasse ich das Ganze einfach nur ein bisschen treiben und ja, durch diese Grütze durchtreiben. Und häufig kommt es schon hier am Ende der Grütze zum Biss, am Ende von dem Grünzeug. Und manchmal eben ein bisschen weiter hinten. Da vorne sieht man jetzt gleich schon diesen Durchgang, also vom Schatten der Bäume. Guck mal, da geht es auch schon rein. So, meistens eben so bis hier ungefähr. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Schwarzmeerseelauben sind schon einige dabei. Richtig, richtig cool. Schwarzmeerseelaube fehlt mir leider auch immer noch als Trophy. Wie mir hier eben auch einiges fehlt an dem Gewässer als Trophy. Also hier am Donetz sind wir ja unterwegs. Und zwar am Donetz am Anfang. Da, wo das Gewässer quasi losgeht oder die Map losgeht, da stehe ich jetzt hier gerade. Eine Stelle, die auch schon ganz, ganz häufig und immer mal wieder auch im Discord erwähnt wurde als Spot. Eine Stelle, wo man gerne auch mal auf 9-Auge zum Beispiel angelt. 24 Stunden, 36 Stunden für ein 9-Auge oder solche Geschichten. Also das hier ist der Platz. Ich zeige es auch gleich nochmal eben auf der Map. Und da geht es wieder los, jawohl. Und hier eben mit super feinem und kleinen Setup auf die kleinen Fischis. Das ist halt jetzt gerade der Punkt. Also ich zeige es mal eben da ganz oben. Am obersten Schniepi sozusagen, da geht die Map los. Da ist die Pose noch, jawohl. Und hier, wie gesagt, jetzt mit feinem Setup. Ich war auch gerade schon mit Microbraid unterwegs. Apropos feines Setup. Aber Microbraid, na, es ist halt so ein bisschen tricky. Also Microbraid, also gerade Braid, geflochtene Schnur ist halt so steif. Und dann ruppt das so hart auch immer rein. Und da habe ich das jetzt nochmal gewechselt auf Mono. Wir gehen gleich mal auf Setup im Detail ein. Ganz viele Komponenten kann man natürlich auch auf normalen Bollo-Routen verwenden oder auf der Stippe. Und da gucken wir uns das gleich mal eben an. Ja, nicht gehakt. Passiert natürlich auch immer wieder. Also, ich werfe nochmal aus und dann gucken wir kurz rein. Lassen wir es mal eben treiben. Ja, also, was ich jetzt hier gewählt habe, auch das natürlich, also das gesamte Setup komplett übertrieben. Ganz klarer Fall. Wie gesagt, mit der normalen Stippe absolut möglich. Normale Stippe sollte allerdings ein bisschen länger sein. Ich sag mal so 6 Meter, 7 Meter rum, 8 Meter wäre schon nicht verkehrt, damit man auch ein bisschen weiter gut auswerfen kann und trotzdem noch ein bisschen Spiel hat in der Schnur. Gewählt habe ich jetzt hier eine Mono-Schnur und zwar diese hier. Das ist die Invisible Mono.
hochtransparente Monoschnur im Wasser für misstrauische Fische, genau das. Und das Schöne ist, wir haben eben bei der Monoschnur diesen Dehnungseffekt. Das ist einfach sehr praktisch. Das heißt, dieser Gummieffekt sozusagen, wenn ein Fisch reingeht, puffert zusätzlich ab. Super wichtig, auch nochmal zusätzlich eben dann fürs Stippen, aber eben auch sehr praktisch hier fürs Bolloangeln, wenn wir hier einfach noch ein bisschen Dämpfung haben im Ganzen. Da kommt er an, einen Kürbis. Na guck, nehmen wir doch auch gerne mit. So, und wieder an die gleiche Stelle werfen und zuppeln. Die Posen hier, die habe ich zuletzt erst entdeckt. Die finde ich ganz geil gerade. Also da, die gehen hier bis hier ungefähr, gehen die unter und dann stehen hier oben die Antennen nur noch raus. Sehr, sehr angenehm. Kann man so also eigentlich ganz gut verwenden. Und dadurch, dass die halt so multicolor sind, kann man die eben auch bei verschiedensten Lichteinflüssen und Untergründen oder Wasserreflexionen und sowas, kann man die eigentlich immer ganz gut erkennen. Ob das jetzt hier vor so einem dunklen ist oder dann auch hier vor so einem hellen Hintergrund. Also trotz allem sind die immer wieder ganz gut zu erkennen durch die verschiedenen Farben. Ja, Tjulka-Sardinen sind auch schon ein paar reingegangen. Das wäre natürlich auch sensationell, wenn das Teil hier mal reingeht mit 25 Gramm. Gucken wir mal. Vom Setup her, vom restlichen, ich bin hier mit einem 22er Haken. Ich habe auch gerade schon einen 20er Haken probiert mit Zuckmückenlarve und Borkenkäfer. Vielleicht mache ich auch gleich nochmal eine Fliege drauf. Die Eintagsfliege. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Vorfach habe ich jetzt hier nicht gewählt, weil ich ja eben hier mit dieser schon durchsichtigen, hoppala, das war zu früh, durchsichtigen Schnur unterwegs bin. Das heißt, ich brauche gar kein Vorfach, verwende quasi die Hauptschnur direkt auch als Vorfachschnur. So sieht das Ganze hier aus. Und jetzt hier die, vorhin war das ein bisschen getestet, knappe halbe Stunde jetzt hier. Es ist kunterbunt. Es ist kunterbunt, also vom Schwarzmeerseelaube bis zur Sardine. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich nicht gleich nochmal vielleicht ein bisschen umbaue, vielleicht mehr auf Schwarzmeerseelaube. Denn die ging hier ganz gut rein. Und zwar jetzt so hier in diesem Bereich, wo wir gerade hinkommen. Beziehungsweise jetzt kommen wir hier gerade, ja, hier ist diese Lücke in der Spiegelung. Und jetzt so in diesem Bereich, hinter der Lücke waren häufig die Schwarzmeerseelauben. Das wäre natürlich ganz angenehm. Das heißt, wenn man die speziell haben will, dann einfach da in den Bereich direkt hinwerfen. Das ist aber, wenn ich das richtig jetzt im Blick habe, müsste es ein bisschen näher sein. Ich guck mal, dass ich die Pose ein bisschen besser positioniere. So, oder noch näher? Nee, müsste schon ungefähr passen. Auf dieser Höhe. Also gar nicht so ganz weit, sondern eher ein bisschen näher ran, dass dann da die Seelauben halt reingehen. Ist natürlich immer so ein bisschen tricky, ne? Also man muss da viel ausprobieren. Zum einen mit der Höhe. Ich bin jetzt gerade von der Tiefe her auf 75 cm. 75 cm, da muss ich auch nochmal ein bisschen rumprobieren. Na guck, Kürbiskernbarsch waren hier auch schon mehrere. Geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Ja, das war vielleicht schon ein bisschen zu flach. Aber so grob hier in diesem Bereich, war das bisher ganz gut eben auch für die Seelauben. Das heißt, man kann eben auch hier jetzt den gesamten Bereich wieder abfächern, verschiedenste Bereiche einfach durchtreiben lassen und dann natürlich auch einfach wieder zurückziehen, ne? Das heißt, wenn einem das hier zu lang dauert, dann einfach wieder zurück mit der Pose und den ganzen Bereich nochmal so durchziehen lassen. Also da verwendet man einfach auch die Bollo wie eine Stippe. Einfach wieder zurückziehen, nochmal durchtreiben lassen und nochmal und nochmal und nochmal. Und da muss man auch gar nicht immer wieder neu auswerfen. Da kann man auch einfach sagen, komm, zack, ab nach hinten wieder mit dir und dann wieder durchtreiben lassen. Nur, dass man eben den Vorteil hat jetzt hier mit der Bollo, dass wenn da mal was Großes raufgeht, dann kann man es müde drillen. Über die Bremse, der hat wieder losgelassen, in dem Moment, wo ich gekurbelt habe. Also direkt nochmal die Strecke fahren lassen.
das ist halt jetzt diese ganz übliche Bewegung. Ne? Man lässt es einen Abschnitt durchlaufen, durchtreiben. Das ist wie am Windenbach auch oder sowas. Also Stippen und Posen, gerade mit diesem Treibangeln, das sollte man schon nutzen. Also wirklich durchtreiben lassen die Köder und durch verschiedene Spots durchaus eben auch durchtreiben lassen. Hier ist auf diesen Wasserflächen sind ja überall verschiedene Spots angeordnet, wo wir jetzt gerade durchtreiben. Und wenn da ein Fisch dann spawnt, weil der Köder gerade so passend ist und die Hakengröße so passend ist und alles, dann schwimmt er ja hinterher, braucht noch ein bisschen, bis er dann da ist am Haken und dann, ja, gib ihm, dann kommt der Biss, im Idealfall. Ja, ich muss aber trotz allem noch ein bisschen weiter testen, wie sich das verhält mit Wetter, mit Temperaturen natürlich, ganz klar. Jetzt haben wir hier um die 20 Grad den Tag über, also schon relativ warm. Gehe ich dann vielleicht doch eher ein bisschen höher rein? Oder was ist jetzt in der Nacht? Muss ich auch noch testen, werde ich sehen. Geht in der Nacht überhaupt was? Also dieses Rumprobieren ist natürlich das A und O. Ich werde auch die Tage noch ein bisschen vermehrt hier am Donetz rumhantieren und weiter suchen. In der Hoffnung, dass hier die nächsten Trophies für mich reingehen. Zack, und da ist der nächste. Und da ist es mir schon fast wurscht, was es ist. Ob es jetzt hier der Kürbis ist, den müsste ich dann, wie gesagt, aber mit einem etwas größeren Setup mal beangeln. Oder eben die Seelaube oder vielleicht sogar die Sardine. Das wäre natürlich der Oberhammer. Also das sind hier so die drei wichtigen. Donauhering auch noch, genau. Die fehlen mir alle noch als Trophy. Dementsprechend hätten wir hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Trophies, die ich hier schon abhaken könnte. Das wär's doch. So, weiter suchen. Ich glaube nicht, dass das eine Stelle ist, um hier ultimativ Silber zu machen, sondern eher eine Stelle, um seine Trophies weiter abzuhaken. Und ich denke, ich werde jetzt auch gleich noch zwei Grundrouten auslegen auf 9 Auge. Das heißt, wenn ich hier eh schon stehe, werde ich dann die Chance einfach oder versuchen, 9 Auge zu fangen. Das heißt, kleiner Haken. Ich denke mal, ich werde so auf einen, vielleicht auch so einen 14er oder 16er Haken nehmen. Und dann kommt da eine Alge drauf und dann raus damit. Und dann gucken, was geht. So und so ähnlich geht es hier weiter. Petri Lümmels, wenn ihr Tipps und Tricks habt zum Donetz, gerne im Discord reinschreiben. Gerne auch unten in die Kommentare und das Video schreiben, welche Stellen bei euch am besten funktionieren für welchen Fisch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier demnächst noch mal so ein bisschen mehr am Donetz, der ja wirklich nicht so sehr beliebt ist, am Donetz ein bisschen was rausziehen. Manche sind da absolut Fans von und einige mögen das Gewässer absolut nicht. Also so unterschiedlich kann das sein. Bei mir ist das Gewässer auch tatsächlich so mit auf den letzten Plätzen. Weil es einfach hier, ja, es lohnt sich halt meist nicht von der Kohle, ne? Dann stippst du hier 2 Stunden und bist du froh, dass du 100 Silber zusammen hast. Also, Daumen da lassen fürs Video, hilft mir mega. Kanal abonnieren hilft noch mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Oder im Livestream auf YouTube an den anderen Tagen. Also bis auf Samstags eigentlich immer live. Petri.